gestrandet auf der Isla Corsaria und Mario wurde die Aufgabe gegeben, dass wir uns hier ein bisschen umschauen auf dieser, naja, für uns noch einsamen und unerkundeten Insel. Natürlich ist diese Insel nicht unerkundet, aber für uns leider irgendwie schon. Und deshalb wird es nicht sehr einfach sein, sich hier herumzufinden. Aber dennoch, willkommen zurück. Ich wette, wir kriegen das gemeinsam schon hin. Moin. Ach komm, so schwer ist der Jump jetzt auch nicht. Komm schon. Was soll das? Hey! Jetzt, dankeschön. Genau, diese Abkürzung haben wir beim letzten Mal freigeschaltet. Und was ich aber nicht freigeschaltet habe, ist mehr Platz im Inventar. Also muss ich wieder was wegwerfen. Ja, komm. Kannst die Mango verwenden. Ich habe mich nämlich gar nicht geheilt. Weil ich darauf keine Lust hatte. Und ja, dass wir jetzt kämpfen, liegt eigentlich nur daran, dass ich mich nicht bewegen konnte gerade. Sehr ärgerlich. Aber was soll's. Wir hauen den jetzt weg. So, wenn wir gerade Barbara hinter uns haben, können wir mal den Schattenhieb ausführen. Am besten gegen die. Für den maximalen Damage. Sehr schön. Jetzt brennt sie auch noch. Ich glaube aber, dass Feuerschaden immer nur 1 KP macht. Also nicht wirklich viel, wenn ihr mich fragt. Oh, geil. Natürlich kämpfen wir gegen den Fusi, der einen BP klaut. Ganz toll. Und Vergiftung. Ah, ne. Hat nicht gewirkt. Sehr schön. Aber trotzdem nervig. Trotzdem ziemlich nervig. Ne, lass das mal andersrum machen. Dein Angriff ist ja kostenlos. Das Feuer zieht sich einfach irgendwo her. Perfekt. Und dann machen wir kurz den super simplen Hammerangriff. Dann ist er auch schon weg. Oh nein, keine Sorge, werde ich gegen jeden einzelnen Fusi hier kämpfen. Vor allem, weil ich glaube, die spawnen immer wieder neu, wenn wir uns heilen gehen. Was nervig ist, aber verständlich. Aber verständlich. Ja, jetzt ziemlich verständlich für mich, wenn ich jetzt mal mich heilen würde. Oder zumindest irgendwas nehme für die BP zum Aufheilen. Zum Beispiel ein Honigpilz wäre ganz nett. Oder, ja, Wakas Kick ist nice, aber den würde ich mir tatsächlich noch aufsparen. Es gibt übrigens, habe ich gehört, eine Methode, dass man, wenn man den Wakka 8-mal gekickt hat, ist er, glaube ich, weg. Und wenn man den dann nicht mehr auftaucht, dann gibt es wohl eine Methode, dass er wieder neu auftaucht. Aber das ist irgendwie Postgame, glaube ich. Aber haut auf jeden Fall nicht den Wakka immer auf seine Rübe. Das tut ihm weh. Beim Klaubautermann dieser verfluchten Geister! Hm? Ah, da sind die drei, die uns entgangen sind. Hey da! Hey, das ist der Mario! Dich gibt's also noch, ja? Du kommst gerade recht! Schnapp dir die beiden hier, die müssen fliehen! Aber was hast du vor, Bartamp? Überlasst die Geister mir und macht euch aus dem Staub! Das ist ein Befehl! Es reicht doch, wenn es einen von uns erwischt! Los, haut ab! Achso, wenn es einen von uns erwischt. Boing! Nein! Tun wir besser, was Bartamp gesagt hat. Verschwinden wir hier! Ey, nimm doch nicht Mario mit! Der arme Bartamp, der kriegt das doch nicht hin! Gleich explodiert das in die Lunte. Bartamp! Oh, Entschuldigung! Aber ich. Also, ich. Entschuldigung! Oh. Oh, weg ist er. Entschuldigung, aber ich muss jetzt auch ganz flott. Hä? Warum hat er so ein geknicktes Ohr eigentlich? Ach so, du da vor dem Bildschirm. Ich? Ja, dich meine ich. Ich denke zwar, du hast mich schon erkannt. Aber Mario darf das nicht wissen, okay? Okay, okay, ich werde ihm nichts sagen. Ich werde ihm nichts sagen. Du da vor dem Bildschirm? Ich frage mich, wer das ist. Keine Ahnung. Fällt mir gar nichts zu ein. Okay, cool. Ein Hotelgutschein. Na gut, dann kann ich mich ja gleich heilen gehen. Wenn ich schon das Item finde hier, dann nutze ich auch gleich mal. Oh, warte mal, was? Hier ist da was. Das ist ein Secret vielleicht? Mit Yoshi können wir da rüber. Ehrlich gesagt finde ich das. Ehrlich gesagt finde ich das voll cool, dass man so mit Yoshi so rüberfliegen kann. Besser als Paracarry. Eindeutig. Was haben wir denn hier? Eine Palme, die nicht aussieht, als würde sie im Spiel reinpassen, aber egal. Nehmen wir eine Kokosnuss mit. Souvenir von der Insel. Leider nichts besonders lecker.
Okay. Ich schätze, es ist trotzdem besser, wenn wir es mal mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob wir die Trockenblume immer noch brauchen. Deshalb würde ich die lieber mal behalten. Zur Sicherheit. Das werde ich niemals benutzen. Kannst wegwerfen. Hoffentlich brauche ich nicht zwei Kokosnüsse. Hoffentlich eine reicht. Oh Mann. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, ob wir jetzt bei unserem neuen Shop ein Lager haben. In Chapter 4 gab es nämlich kein Lager. Könnte sein, dass es jetzt hier eins gibt. Wie komme ich da runter? Hier, durchfallen. Das geht wirklich. Als ob. Yay. Ice Power. Kein Schaden. Irgendwas. Yay. Und eine Insignie der Sonne. Schon so viele. Man muss doch bestimmt noch die anderen Partner alle nochmal erweitern können, oder? Gott, diese. Das ist ein legendärer Seebandweg ausgerichtet hier. Hm? Was geht denn da ab? Geht's ihm gut? Hey! Ich sag mal, spinnt ihr? Geht's noch? Ich glaube, es hackt! Ja. Für euch hat sich jetzt ausgebrannt. Also, spürt meinen Zorn. Ich kann keine Attacke einsetzen. Yoshi! Der Eierschlag. Das können wir mal ausprobieren. Kostet sogar weniger als der Sorgmatz. Wirft Eier auf die Gegner und lässt sie schrumpfen. Drück im richtigen Moment. Ah, okay. Okay, schießt sie aber random scheinbar. Oder hätte ich das ändern können? Wohin er zielt. Habe ich seitdem nicht drauf geachtet. Aber egal. So, der vordere ist down. Nein. Also der ganz vorne ist down. Ja, aber der andere nicht. Oh, schön verteidigt, Yoshi. Und. Die Attacken sehen cool aus, aber ich habe es noch nicht ganz begriffen. Ja, wir haben keine BP. Das ist kacke. Ha, sollen wir vielleicht sonst lieber ein Item einsetzen, wenn wir schon so viele haben? Aber wirklich viele Items jetzt. Feuerblume, das dürfen wir auf keinen Fall hier einsetzen. Die heilen sich, glaube ich, dadurch. Wäre also ziemlich fatal. Lässt die KP für eine Weile ansteigen. Lebenspilz, nö. Und die Royale werde ich sicherlich nicht verschwenden dafür. Ah, der Wacker-Kick vielleicht, aber... Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich wechsle einmal kurz aus. Zu... Barbara auf keinen Fall bei diesem Kampf. Ich denke... Ich weiß ja nicht, was Nagarine kann. Wir haben sie noch nicht ausprobiert. Ich wollte aber auch noch warten, bis wir sie upgraden können. Ja, ich muss den vorderen killen, leider. Geht nicht anders. Was ist gerade passiert? Wieso habe ich keinen Schaden gemacht? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich habe keinen Schaden gemacht. Okay. Das wird ein bisschen langweilig, der Kampf, aber ich habe keine BP mehr und keine Items. Ich muss dringend in den Shop zurückgehen. Aber erstmal müssen wir Bartom retten. Können ihn bloß hier nicht alleine lassen. Keinen Fall. Wer weiß, was dann sonst noch mit ihm passiert, wenn hier so viele von diesen Irrlichtern sind. Ich habe den Namen vergessen, auch von den Geistern. Aber hey, immerhin, wenn wir die besiegen, kriegen wir einiges an Erfahrungspunkte und sind bald schon wieder mit einem neuen Level ab. Für natürlich OP. Ich mag meine Orden. Hey, komm doch runter! Oh! Mein Rücken! Oh, Mario! Schätze, diese Geister haben mir ziemlich übel zugesetzt. Deine Kappe ist kaputt. Aber Mario, ich muss dir noch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren. Hä? Echt? Es tut mir nur leid wegen meiner Flasche vom Schiff. Wegen der Flasche mit Psychoblub. Ich wollte sie nach der Landung auf der Insel trinken. Sie ist auf dieser Insel. Habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor... mein Psychoblob! Ich glaube, er braucht sein Getränk. 12 Münzen. Ich habe einen Gutschein. Wie viel Geld habe ich? Ja, ich schätze, ich bin reich. Ich schätze, ich kann das. Ah, Gott. Mein ganzes Geld. Na, einmal in den sauren Apfel beißen und weiter geht's.
Und, oh, hier können wir ins Wasser. Wo sind wir denn jetzt hier? Eine sonderlich interessante Höhle. Cooler Schädelfelsen, oder? Das ist eine Aussparung am Auge, in die etwas reinpassen könnte. Warte mal, die Form der Mulde sieht aus wie etwas, was ich schon mal gesehen habe. Ein Pilz, oder? Aber wieso können wir da nichts reintun? Hast du vielleicht einen Hinweis? Bis tief im Dschungel der Isla Corsaria, hier gibt es auch Felsen verschiedener Größen. Ja, okay, aber... Da kommen wir auch nicht hoch, was auch immer hier ist. Können wir vielleicht... Nee, können wir nicht kaputt hauen. Oh, jetzt weiß ich's! Das ist der... Das ist für den roten Schädel, den Corsario immer mit sich trägt, aus irgendeinem Grund, warum er auch immer den hat. Warte, warum habe ich mich jetzt geheilt, wenn ich jetzt sowieso zurückrennen muss? Naja, wie auch immer. Hast du noch irgendwas zu sagen? Bitte, Mario, ich brauche einen Psychoblob. Okay. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Ich renne den ganzen Weg wieder zurück. Okay, da sind wir. Corsario! Oh, da seid ihr. Ja, haben uns wirklich gesorgt. Dachten schon, ihr seid Perdu? Aber jetzt sind wir ja wieder alle. Ha? Sag mal, fehlt da nicht einer? Stimmt! Bartrop hat uns vor den Geistern gerettet, aber er wurde gefangen! Leute, bitte, Leute, wir müssen Bartrop retten! Großartig, Bartrop lebt also noch. Das gibt mir neuen Mut. Mario, wegen Bartrop, könntest du da vielleicht wieder... Ja? Was? Psychoblub? Sowas haben wir nicht. Aber sagt mal, wofür braucht ihr denn das? Was? Bartrop liegt im Sterben und es ist sein letzter Wunsch? Wenn es der letzte Wunsch eines Sterbenden ist. Also gut, eigentlich gehört es mir, aber Bartrop soll es haben. Aber halt! Auch dieses Psychoblub gehört zu unserem knappen Vorräten. Also musst du für uns einen Ersatz finden, Mario. Am besten wäre es, wenn du auf der Insel etwas zu essen finden würdest. Bring uns Essen und du kannst die Flasche zu Bartrop bringen. Ich hab nur Kokosnuss. Also das hast du ein schönes mitgebracht, ne? Du weißt doch noch, um was ich gebeten habe, ne? Ich wollte eine Spezialität dieser Insel, die einen Gourmet zufriedenstellt. Also ich habe hier eine Kokosnuss. Ah, eine Kokosnuss. Lass mich überlegen. Eigentlich trifft das ja nicht wirklich meinen Geschmack. Aber ich denke, Bartrop sollte die Flasche haben. Also los, nimm sie schon. Ach, ihm war das egal. Er wollte einfach nur irgendwas haben. Hey, warte noch kurz. Da. Corsarios bester Tropfen. Oder gehört er Bartrop? Ich glaube, es gehört Bartrop, aber Corsari hat es einfach gefunden und dachte sich, ja, ist meins, ein Pirat. Auf diesen Genuss hatte ich mich sehr gefreut. Es wird Bartrop sich ermunden. Und was ist mit deinem Schädel? Was? Nein. Oh, okay, schade. Aber hey, hier ist der Shop. Bitte sag mir, das ist ein Lager. Hört sich immer noch an wie... Toadswurf. Aber ja, Lager! Endlich! Wir können hier ein paar Sachen abgeben, die wir jetzt nicht mehr unbedingt benötigen. Aber eigentlich war das nur das eine Item. Nee, Wackerskill brauche ich noch nicht. Hast du was für BP? Ja, ich will was kaufen. KP. Ja, okay, Honigsirup. Kostet super wenig und halt auch nur super wenig. Komplette Inventarverschwendung, wenn ihr mich fragt. Und mehr hast du nicht? Oh Mann. Ja, dann komm, dann nimm einfach ein bisschen Honigsirup mit. So, warum nicht? Nimm mal zwei Stück mit. Ist besser als gar nichts zu haben, schätze ich. Und ja, dann renne ich den ganzen Weg mal wieder zurück. Hey, altes Haus. Was hast du dich, Kollege? Dein Psychoblub. Dein Wein, deinen guten alten Wein. Oh, dieser Duft. Hast du es mir etwa tatsächlich gebracht? Dieser Geschmack. Oh, ich explodiere vor Glück. Als hätten die Meeresgötter selbst meinen letzten Wunsch erfüllen wollen. So still, so friedlich. Danke für alles, Mario. Und im Himmel wartet meine Scarlet auf mich. Adieu. Gute Nacht.
Und irgendwie ist das traurig. Wir haben ihm einen letzten Schluck Wein gegeben. Und jetzt ist er am Schlafen. Hä? Warte mal. Hä? Warte mal, er schläft ja wirklich. Und ist nicht tot, er schläft. Hey, Pamba, der schläft doch, oder? Und ich dachte schon, echt, der wäre längst hinüber. Wollen wir ihn wecken? Auf jeden Fall. Hey, aufwachen! Oh, was zum Teufel? Piraten, Piraten, wir müssen... wo sind die denn? Du treibst wohl, Alter. Aber das ist doch Mario. Bist du auch gestorben? Nein, Mann, du spinnst wohl. Wir sind nicht tot. Wir sind alle am Leben. Was? Also ich bin noch nicht tot? Ach ja, ich erinnere mich. Mario, wir sind noch lange nicht am Ziel. Schätze, ich werde mich an dir anschließen und doch nicht sterben. Schätze, meine explosive Kraft wird dir noch gute Dienste leisten. Also ist das so wie... Bombette aus dem ersten Teil? Und ja, Bartom gehört zum Team. Ein weiteres Teammitglied. Jetzt haben wir 7, glaube ich. Kommt dann noch ein weiterer? Da hätten wir 8, genau wie im ersten Teil. Aber es sind schon so viele. Bartom hat übrigens die folgenden Fähigkeiten. Drückst du X, geht da ein paar Schritte und explodiert dann. Also genauso wie Bombette. Mit Explosionen kannst du rissige Wände und Felsen sprengen oder Schalter drücken. Drück X, um Bartom zu werfen und den rissigen Fels mit einer Explosion zu zerstören. Oh yeah. Wenn du gut zielst, kannst du ihn auch auf höhere Plattformen werfen. Oh, das ist... Dann ist er besser auf jeden Fall als Bombette. Dann den kann ich werfen. Oh, das ist richtig cool. Nee, das gefällt mir, das gefällt mir. Nice. Beachte außerdem, dass du ihn durch erneutes Drücken von X sofort explodieren lassen kannst. Okay, was hat er denn noch drauf? Im Kampf sprengt er Gegner auf den Boden mit der Bombe. Oder wirft mit Zeitbomben, die am Ende der nächsten Runde hochgehen. Oh, er hat sogar Bomben bei sich im Gepäck. Wahrscheinlich hinten an seinem Lenkrad, oder? Ribbit. Wie sieht er denn von hinten aus? Ja, okay, er hat wirklich so ein Lenkrad hinter sich. Ach, das ist eine... Nee, das ist so ein Aufdrehding. Bei so Figuren. Kann man so aufdrehen. Nee, keine Ahnung, was das ist, aber... Das sieht lustig aus. Schaut euch mal unser Team an. Es sind schon so viele Leute mittlerweile. Ich weiß nicht, könnte da noch einer kommen? Vielleicht. Aber ja, weiter kommen wir nicht. Meiner Meinung nach sieht dieser Felsen aus wie ein Schädel. Und da ist eine Aussparung für irgendwas. Ich bin sicher, dass ich schon mal was gesehen habe in der Art. Aber was war denn das? Kannst du das freisprengen für mich? Nein? Was, vielleicht da hoch? Okay, weil ich das richtig time vielleicht. Ach, ich kann gedrückt halten. Dann geht das schon mal los. Nee, da ist nichts. Okay, keine Ahnung. Dann, schätze ich, muss ich den ganzen Weg erneut zurückgehen. Er hat mir auch noch nicht... Er hat mir so oder so nicht einfach so beide Items auf einmal geben können. Nein. Soll ich es an Kasari berichten und ihn fragen? Ja, ja. Achso, übrigens, einer aus der Audience gerade hat mir einfach so einen Honigsirup geworfen. Ich hab's einfach mal passieren lassen. Ja. Haben wir jetzt halt 3 von den Dingern, warum nicht? So, und ich bin da. Corsario, der gute alte Haus. Wunderbar, Bartom, mein Guter, du bist wieder da, ja? Wir haben uns alle riesige Sorgen gemacht. Vor allem natürlich ich selbst. Als Befehlshaber muss ich doch das Wohl meiner Leute im Auge behalten. Zugeben, unsere Lage ist im Moment sehr kritisch. Wir wissen nicht, was uns jenseits des Lagers erwartet. Wir wissen auch nicht, wie wir nach Rohlingen heimkehren sollen. Aber gerade jetzt können alle mit anfassen und mit vereinten Kräften... Kerl, du redest zu viel! Respektiert mich denn hier eigentlich niemand? Übrigens, Mario, wegen diesem Stern hier, wenn das so ist, ne? Tief im Dschungel gibt es diesen Felsen. Sieht aus wie ein Schädel. Und ich als legendärer Seebär habe so ein Gefühl, dieser Felsen, er stinkt. Der alte Bartom stinken? Legst du da nicht etwas daneben? Was war das denn? Ups, war ich das? Also ich wollte sagen, Schädelfelsen sind immer verdächtig. Das riecht nach einem Schatz. Das wissen wir auch ohne deine Ausführungen, Matrose. Und Alter, das war wirklich easy. Ekelhaft. Also bitte.
Naja, also ich weiß, hinter diesem Schädelfelsen finden wir den gesuchten Schatz. Ich selbst bleibe natürlich hier und bewache das Lager, ist ja klar. Also Mario, ich fürchte, ich muss dich noch einmal bemühen. Einen Moment, Corsario. Du willst den Schatz? Dann komm gefälligst mit, Idiot. Aber Badump, ich sag das schon, ich muss... Also gut, wir brauchen eine faire Entscheidung. Also Männer, in Ordnung, wenn ich zum Schädelfelsen mitgehe? In Ordnung, bravo, viel Glück. Sehr gut. Steht also fest, Corsario, bereit? Hallo? Ja? Corsario schließt sich dir für eine Weile an. Neuer Partner! Yay! Yay! Oh mein Gott, das ist der beste Anblick, den ich heute hatte. Oh mein Gott. Es gibt im Originalspiel so einen Glitch. Da kann man Corsario das ganze restliche Spiel lang behalten. Und ich, immer wenn ich ihn sehe, muss ich daran denken, das ist nicht Paper Mario, sondern Paper Mario und Corsario, du Fausenierdor. Ist auch im Kampf dabei? Das ist er wirklich? Nee, okay. Er folgt uns nur. Er ist nur so ein temporärer Begleiter, leider. Aber ich hätte es gefeiert, wäre er ein richtiges Teammitglied geworden. Ich hätte es gefeiert. Ja, jetzt rennen wir mit diesem Anblick wohl wieder zurück. Und wisst ihr was? Da ihr jetzt mitleiden müsst, werde ich den Weg hier nicht schneiden, den Rückweg. Komm mal mit, Corsario. Ich muss dir zeigen, was es hier gibt. Dieser Anblick, ey, wie er mit dem Yoshi reitet. Oh, es ist super. Oh, ich liebe es. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Doch, ich kann mir was Besseres vorstellen. Dass du uns hilfst, diese Felswand hier zu öffnen. Aha, hey, was soll das denn? Hier geht's ja gar nicht weiter. Oder ist das da etwa der Schädelfelsen, den wir gesucht haben? Tatsächlich! Ich wittere Geheimnisse und Abenteuer! Also los, löst das Rätsel! Ja, Bro. Das Rätsel ist offensichtlich. Der Felsen sieht aus wie ein Schädel. Hey! Guck mal, da muss man noch reinstecken. Bomba, diese Mulde! Von Corsario, das Ding! Ja. Corsario! Na, was denn? Ich habe etwas, was ich dir leihen soll? Aber was sollte ich dir schon leihen? Sag einfach frei heraus. Hast du noch ein bisschen Bier? Was? Du willst das Psychoblob? Na, du bist mein Witzbold. Das Psychoblob hast du doch Bartnam gegeben. Idiot. Okay, kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? So? Ich wollte zum Automaten. Was? Du willst Geld, Münzen? Was willst du auf diesem Eiland ausgerechnet mit Münzen? Denk doch öfter mal nach, bevor du den Mund aufmachst. Landratte. Okay, was mit dem Juwel? Schädeljuwel? Was? Der Schädeljuwel willst du haben? Unbedingt? Dieser Stand ist ein Erbstück meiner Familie. Aber gut, ich bin reich und alle wissen, ich bin großzügig. Aber der Stein ist nur geliehen, nicht geschenkt. Klar, den bekomme ich wieder. Naja, den bekommst du wieder. Bestimmt. Oh mein Gott. Ist das gut versteckt. Oh mein Gott, ich habe nur die Spitze gerade gesehen. Alter, das war richtig gut versteckt. Schädeljuwel, rein da. Es passt wie angegossen. Was zum... Hi? Tutut. Tutut. Was zum... Wieso... Wieso werde ich jetzt angegriffen von Gegnern? Wieso kommt... Wie kommt das denn jetzt zustande? Na gut, dann schätze ich, werden wir sie mal eben besiegen. Wir haben ja noch bestimmt noch ganz viele Items, die uns helfen könnten. Bloß ich die Feuerblume, bitte. Sa, 5, 6. Machen wir mal den Sternenwind. Machen wir den? Den machen wir. Ich will meine Items mal verbrauchen. So. Und du machst den Eierschlag. Okay. Boing, boing, boing. Ich kann das nicht entscheiden. Der macht das automatisch irgendwo hin. Schade. Ja, toll, Yoshi. Du hast ein Leben gelassen. Idiot. Naja, jetzt muss ich mal mit drum kümmern. Bam. Boah, ich mach 5 Schaden. Dann hätte ich vielleicht doch ein schwächeres Item nehmen sollen.
Egal, was soll's. Was soll man hier bitte machen? Död, död. Wieso? Hast du vielleicht einen Tipp? Hast du einen Hinweis? Mit roten Augen startet der Schädel aus Stein. So rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, 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 bom. Rot wie ein Rubin. Bei Rotbart fielen wir dreimal auf den Steißblaubart. Ah, schlug man viermal. Okay, warte. Dreimal rot, viermal blau. Bom, 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 bom. Und dann ein lauter Knall. Bom, bom, sind überall. Ah, ich bin mein Goldkehlchen. Wie wir dieses Lied lieben. Okay. Hä? Oh, ich muss immer. Oh, man muss immer resetten. Wenn man es falsch macht, muss man es resetten. Der riesige Bob-Bomb ist wieder im Publikum. Wer ist das überhaupt? Bombette kann das doch nicht sein, oder? Wir dürfen nicht fliehen. Wir müssen den Kampf machen. Och, Manno. Dann machen wir das gleiche wie vorher. Diesmal einen Schaden weniger. Und den Eierschlag. Bitte, Little Boshi, verteil das mehr. Nein. Und der eine ist nicht mal tot. Ganz ehrlich, die Eierattacke gefällt mir überhaupt nicht. Bin gar kein Fan davon. Ich glaube, nächstes Mal mache ich wieder den Saugmatz. Oder ich mache ihn jetzt. Und den. Sehr schön. Spart uns eine Runde und vor allem kriegen wir dadurch endlich unser nächstes Level Up. Oh, wie viele von den Bob-Obs gibt's denn bitte? Ganz Familie dabei. OP. Auch wenn ich BEP dringend bräuchte, ich nehme die OP. Ich möchte in diesem Run oder in diesem Playthrough möchte ich mich mit den ganzen Orden voll pushen. Darauf habe ich Bock. Hat einfach Bock drauf. Okay. Was, wieso? Ist das nicht dein Ernst, oder? Hallo? Ich meine, bei denen kann man gut Erfahrungspunkte farmen, aber trotzdem. Wieso greifen die uns jetzt an? Das macht ja gar keinen Sinn. Hä? Sag doch dreimal rot. Obwohl er doch so dirt gemacht. Vielleicht ist das falsch? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt seltsam, warum auch immer das jetzt nicht gezählt hat. Ich mach den Maxi-Beben. Und bald Eierwurf. Ja. Dauert zwar ein bisschen, aber ich erspare euch den Kampf. Besiegt. Und 12 weitere Sternpunkte für uns gesackt. Aber jetzt muss ich nochmal wirklich auf sein Lied hören. Irgendwas stimmt da nicht. Und mit roten Augen startet der Schädel aus Stein. So rot und glänzend wie ein Rubin. Wie ein Rubin. Bei Rotbart fielen wir dreimal auf den Steiß. Blaubart A schlug man viermal. Bom, 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 bom. Oder da Knall. Bom, bom, sind überall. Hä? Wieso? Ich verstehe es nicht. Junge, und ich kann ja nicht mehr fliehen. Ich muss jedes Mal diese Kämpfe machen. Ja, okay, ich krieg Erfahrungspunkte, aber ich will sie nicht. Nimm sie ruhig zurück. Ich will sie eigentlich gar nicht mehr. Junge, das ist doch nervig, ey. Das ist doch absolut nervig. Ich verstehe das nicht. Okay. Mach ich halt den Kampf hier nochmal. Ja. Ob der noch lebt? Boah, ohne Witz. Sorry, aber diese Kämpfe sind nervig. Warum darf man hier nicht fliehen? Müssen wir jeden einzelnen von diesen Geistern besiegen, ey. Nee, ich bin ganz ehrlich mit euch. Außer Gumbrina hat noch irgendeinen Hinweis, werde ich wahrscheinlich einfach die Lösung nachschauen, weil ich halt das nicht aus, nochmal diese Kämpfe zu machen. Ja, okay, danke. Jetzt kriege ich den Stärkungszauber. Danke, mal wieder komplett aus dem Nichts, wenn ich es nicht brauche. So wie immer in diesem blöden Game. Nein, das Game ist nicht blöd, aber die Stelle hier gerade verwirrt mich übelst. Dreimal rot, viermal blau. Wenn ich irgendeinen von den dreimal mache, dann ist es sofort falsch. Hä? Oh, Mann. Eins,
zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Stampfattacke muss man machen, nicht Hammer. Ich hab dazu keine Worte. Hätte mir einfallen können. Hätte mir aber auch nicht einfallen können. Da, da steht nur. Fielen wir, ach, da fielen wir drauf. Ja, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, hätte man das noch anders beschreiben können. Aber okay. Ist ja nicht schlimm. Wir haben es ja jetzt. Und er sprengt die Höhle frei. Psch. Nein, das Kristall, Juwel, Schädeljuwel. Oh, danke zur Höhle. Aber mein Schädeljuwel. Mama, Mama, Mario, was hast du getan? Mein wertvolles Erbstück. Oh. Hey, das ist ja. Hurra, mein Schädeljuwel. Es ist gerettet. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Die Mannschaft im Lager macht sich bestimmt Sorgen. Das verstehst du, oder? In diesem Sinne, viel Erfolg nach meiner Schatzsuche. Danke, Corsario, für deine große Hilfe, dass du das Lied nicht richtig singen kannst, du Idiot! Aber wisst ihr was? Was soll's? In der nächsten Folge werden wir diese Höhle betreten. Also seid gespannt.